Ein bisschen von der Lutherstatue verdeckt sieht man hier die protestierende Speier, also eine Frau, die eine Stadt darstellen soll. Aber warum gerade Speier? Naja, 1529 fand in Speyer ein sogenannter Reichstag statt, bei dem die katholischen Reichsstände erreichen wollten, dass die Duldung der evangelischen Stände aufgehoben wird. Das fanden die aber gar nicht gut. Sie haben eine Protestschrift vorgelegt und seit diesem Jahr, seit 1529, nennt man evangelische Menschen auch Protestanten, eben wegen der Proteste 1529.